Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Sollte ich wieder auf den schönen Sonnenaufgang schwenken, aber das geht ja gar nicht, wo wir hier standen. Das ist ein bisschen doof. Ich würde sagen, der Stil der Stadt ist mittlerweile geboren, ne? Ja gut, das hier müssen wir noch weitermachen, wobei ich da auch grundsätzlich so ein bisschen Gedanken habe schon. Ah, das hier ist auf jeden Fall fix. Das macht man dann über die Ebenen so weiter. Somit ist der Stil dieser Stadt geboren, würde ich sagen. Ich bin übrigens extrem im Vorlauf. Wirklich extrem. Extrem. Und das mit Absicht. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, sind die Folgen, wo der Larion zu Besuch war, noch nicht erschienen. Damit könnt ihr euch schon fast denken, wie weit ich im Vorlauf bin. Das hat zum einen den Hintergrund, dass ich hier tierischen Bock drauf habe im Moment. Und zum anderen halt, ja, wie ich es ja letztes Mal beim letzten starken Vorlauf auch schon gemacht habe. Ne, so sommerbedingt und so. Ein bisschen Freiraum mal schaffen. Ich habe im Moment, ja, jetzt wo die Folge erscheint, wahrscheinlich schon nicht mehr, auch arbeitstechnisch ein bisschen andere Arbeitszeiten, bei denen ich noch nicht so ganz weiß, wie ich da mit meiner privaten Aufteilung hinkomme, inwiefern ich die ändern muss. Und von daher, ja. Warte mal, wie haben wir denn hier unten? Aha. Sind die da oben? Fällt mir jetzt gerade so ein. Sind die parallel hierzu? Scheiße. Wie kriegen wir denn das jetzt mal? Nein. Sind sie nicht. Fällt das auf? Nein, fällt es nicht. Behaupte ich jetzt mal. Oh, falls ich jetzt was dumpf geklingt habe, ich habe die Hand vor dem Mund gehalten. Ich depp. Ich hoffe, das fällt nicht auf. Ja. Ja, gucken wir mal. Hopp, hopp. Das ziehen wir jetzt noch erstmal so weiter. Oh, ja, ja, so nicht. Ne, aber so ähnlich. Gott, oh Gott. Nein, du solltest dahin. Wo, hier fehlen Treppen, ne? Ja. So. 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 So, ich hoffe, es kommt keiner, der mich angreift. Die Frage ist ja jetzt hier, ne, wie schaffen wir jetzt den eleganten Anschluss an das da? An das Ende. Ja, ich habe auf jeden Fall, normalerweise habe ich ja Früh-Spätschicht. Wobei da an der Arbeit momentan sowieso so ein gewisses Chaos herrscht, weil wir aus unserem Semi-Dreischicht-System jetzt ein echtes Dreischicht gemacht haben. Was? Semi? Oh. Oh! Aber, warte! Alter, zack! Wie instant hier die Pflanzen wachsen und wieder verschwinden. Es ist fantastisch. Semi-Dreischicht. Echtes Dreischicht? Ja, Semi-Dreischicht, weil wir sind grundsätzlich ein Dreischichtbetrieb. Aber wir hatten, also ich bin jetzt 11 Jahre in dem Betrieb, glaube ich. Ja, kommt ungefähr hin. Wir hatten bisher immer, die Nachtschicht war eine fixe Schicht. Das heißt, es waren immer die gleichen Leute, die nur Nachtschicht gemacht haben.
Ja, und die anderen haben halt früh, spät abwechselnd gemacht. Und das ist halt jetzt geändert. Ja, jetzt, jetzt rotieren sie eigentlich alle. Außer meiner einer, der rotiert nicht. Ich mache nach wie vor früh, spät. Aber der Hintergrund, warum ich nicht rotiere, ist, dass ich, ja, war richtig. Das, oh, kommt das hin? Dass ich zwischenzeitlich immer mal wieder auch in die Tagschicht rein muss, weil ich halt noch der Ersatzmann für meinen Chef bin und für den Staplerfahrer. So. Ja, das geht doch sogar auf. Ey, das geht sogar auf. Jetzt könnten wir das noch wegmachen? Weiß ich nicht. Aber denke ich mir mal. Keine Ahnung. Oder, oh, das könnte von unten ein Problem werden. Falls wir das da auch einmauern. Ja, auf jeden Fall, falls ich den Staplerfahrer oder aber meinen direkten Chef, der auch der Chef vom Staplerfahrer ist, ersetzen muss. Scheiße! Ach, verdammt. Gehe ich natürlich auch in die Tagschicht. Na, und das ist ja nicht nur, wenn Urlaub ist, sondern auch, wenn krank ist und weiß der Geier. Ist also im Endeffekt einfacher, wenn ich Nachtschicht nicht mache. Weil wenn ich aus der Nachtschicht, weil einer von den beiden krank wird, schlagartig in die Tagschicht müsste, wäre ja mega scheiße. Ja, habe ich ganz klar gesagt, das mache ich nicht. Und dementsprechend bin ich an und für sich aus der Nachtschicht verschont. Ja, aber, ne? Ich habe halt trotzdem ein gewisses Schichtchaos. Und das ist jetzt zu der Zeit, wo ich das hier aufnehme, ist es gerade vollkommen so der Fall. Dass ich mal Tag und mal früh spät habe und ich auch noch gar nicht weiß, wie ich meine private Zeitaufteilung mache, wenn ich Tagschicht habe. Grundsätzlich sollte das nicht das große Problem sein, aber ne, man weiß es ja nicht, wie das alles so ist. Außerdem kann es auch sein, dass ich dann Überstunden mache. Und ja. Deswegen ist mir das ganz recht, zusätzlich zu dem Sommergedanken. Oh. Ach, scheiß drauf. Dass ich im Moment so einen großen Vorlauf habe. Hopp. Schön. Warte. Zop. 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 Hey. Ja, wunderbar. Würde ich doch sagen. Ja, hier in der Ecke ist jetzt fackeltechnisch ein bisschen schlecht. Machen wir mal einfach so. Obwohl. Ja, man müsste da und da. Das geht ja nicht. Oder man müsste hier keine Ahnung was machen. Wenn man es denn durchzieht mit den Fackeln. Ja, und jetzt haben wir ja das, was ich sagte. Jetzt haben wir die Ebenen. Ja, noch nicht alle. Da müssen wir noch weitermachen. Wenn wir jetzt, Larion und ich, weiter hingehen und Häuser bauen. Gut, wir werden uns jetzt wahrscheinlich denken, womit könnte man denn diese Ebene bebauen? Es kann durchaus sein, dass wenn wir hier was hinbauen, es in der Ecke steht und die Mauer hier in der Ecke wieder wegkommt. Oder es kann was sein, was hier steht und man kann drumherum laufen. Ne? Oder. Ne? Das sind so Sachen, ja, was ich meinte, als wir hier rübergegangen sind. Ne, das Unkonventionelle, was man bei mir ja kennt, ist da mal wieder, ne? Volle Bulle drin. Kann man da Fackeln machen? Sieht das einfach aus?
Nö, nicht so. Ja, lassen wir sie mal, aber eher nicht so. Wer weiß, vielleicht gehen wir auch noch hin und machen hier nur, sag schon. Nun sag doch schon. Ich weiß, du weißt, was ich sagen wollte. Ich weiß es nämlich nicht. Ach verdammt. Ach so, hier vielleicht hier hinten auch noch ein Aufgang. Die Möglichkeit lassen wir uns jetzt einfach mal offen. Ach so, hier wollte ich zustopfen. Machen wir es massiv mit Kobbel. So. Pardon. Und irgendwann, ne, wenn wir hier weiter bauen, fehlen uns am Ende 3 oder 4 Kobbel. Das sind die, die ich hier einfach so reingestopft habe. Verdammt! Jetzt fehlen 2 Mauern. Es ist doch nicht wahr. Oh, hallo! Na? Willst du mir wieder Knochen geben? Das ist nett von dir. Alter! Hat er mir jetzt keine gegeben? 4 Pfeile. Ja, ist auch nicht schlecht, aber ich wollte eigentlich eher Knochen. Achso, das geht nicht. So. Die 2 Mauern will ich aber setzen. Kann ich das von hier? Ja, kann ich. Ich würde sagen, passt. Außer die Ecke da. Aber das muss man auch von hier noch klären. Na komm, das machen wir jetzt aber auch noch. Weil das sieht von hier jetzt komisch aus. Das muss man aber ganz klar von unten noch klären. So. Na, wie das jetzt hier wird. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Man könnte 2 so Bögen übereinander machen. Man könnte es aber auch sein lassen. Und man könnte, weiß ich nicht, das hier irgendwie kaschieren. Die Mauer wieder weg und die Walls da hinsetzen. Und das Natur lassen. Oder. Vielleicht fällt Lager irgendwas dazu ein. Keine Ahnung, wenn wir hier zusammen weiterbauen. Gegenseitige Inspiration ist angesagt. Machen wir hier jetzt noch was weiter? Ich glaube, ich mache erstmal eine Aufnahme. Schauen wir mal. Haben auch hier noch getan. Und es ist auch schon wieder ziemlich spät. So, das da könnten wir mal. Warte. So. In die Milchkiste. Und du auch. Und ja. Habe ich Hunger? Nein, ich habe keinen Hunger. Na gut, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, bis morgen.